Hallo liebe Landentdecker. Herzlich willkommen im Kloster Huisburg. Ja, heißt wirklich so. Man versucht immer Huisburg zu lesen, aber sie legen hier sehr viel Wert drauf. Es heißt Huisburg. Und was es hier alles so zu entdecken gibt, das zeigen wir euch jetzt. Viel Spaß. Im nördlichen Harzvorland in der Nähe von Halberstadt liegt inmitten lichter Buchenwälder das Huis, das Kloster Huisburg. Hier leben und wirken Benediktinermönche, hier ist eine katholische Pfarrgemeinde beheimatet, die Huisburg ist Wallfahrtsort für das Bistum Magdeburg und Stätte der Gastfreundschaft. Gegründet wurde das Benediktinerkloster im 11. Jahrhundert. Die dreischiffige Klosterkirche von 1121 bildet mit ihren zwei Türmen das Herzstück der Klosteranlage. Sie weist einen reichen Bestand an mittelalterlicher Bauplastik des 12. Jahrhunderts auf. Die Klosterkirche ist ein bedeutendes Denkmal niedersächsischer Baukunst zwischen früh- und hochromanischer Architektur. Der Haupteingang der Kirche mündet in einer breiten Vorhalle in das westliche Joch des südlichen Seitenschiffes. Eine halbrunde Apsis bildet den Westchor. Eine Orgelempore mit einwärts geschwungener Brüstung ragt im Westen bis ins zweite Langhausjoch vor. Die Kirchenausstattung umfasst bedeutende Stücke aus allen Epochen der monastischen Zeit. Die Flachdecke der Kirche trägt ein großes barockes Deckengemälde. Für alle Wanderfreunde der Harzer Wandernadel hat das Kloster Huisburg auch etwas im Angebot. Und Stempel habe ich mir gerade geholt. Hier gibt es den Sonderstempel Burgen und Schlösser direkt an der Huisburg. Da ist er, wer es mir nicht glaubt. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst uns gerne einen Like da. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, was wir so alles Landentdeckern, dann abonniert den Kanal. Und wenn ihr einen Tipp habt, was wir mal Landentdeckern sollen, dann schreibt uns. Adresse und Co. stehen unten in den Shownotes. Bis bald und tschüss.